Hey Freunde und damit herzlich willkommen zurück bei eurem Tjolfa und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hello Neighbor 2. Nachdem ich in der ersten Folge neulich ein wenig planlos war, habe ich mir ein paar Informationen beschafft. Denn Hello Neighbor 2, alles wieder neu, seit Jahren kein Hello Neighbor gespielt. Wir haben wieder tausende von verschiedenen Rätseln und Secrets, die wir irgendwie lösen müssen. Ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert. Darauf erstmal einen Kaffee. Und hier sind wir jetzt auch schon wieder im Spiel, Leute. Ich hoffe natürlich, könnt ihr immer einen Daumen nach oben auf das Video dalassen. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt, Leute. Und jetzt gucken wir mal. Manchen ist auch in der ersten Folge aufgefallen, dass das Spielen ein bisschen laggt oder so. Das war zum einen ein Renderfehler und zum anderen war Hello Neighbor noch nie dafür bekannt, besonders hardwarefreundlich zu sein. Aber wie gesagt, ich habe ein paar Informationen beschafft, ich habe ein paar Sachen rausgefunden. Ich musste einmal gucken, wie alles funktioniert. Und scheinbar haben wir hier drin in diesem Wagen so eine Art Safe-Spot. Das heißt, wenn ich Sachen finde, kann ich die hier reinlegen. Hier sind die sicher, auch wenn das Vieh uns kriegt. Das ist gut. Zum anderen haben wir die Kamera und den Bildschirm wieder. Das heißt, wir können jetzt diesen komischen Code endlich rausfinden. Außerdem gibt es hier aber auch noch 10.000 verschiedene andere Sachen, die man finden kann. Ist halt ein Hello Neighbor, Leute. Aber wir gucken mal gerade. Weil man kann in diesem Spiel... Ich habe mir natürlich ein bisschen was angeguckt, ne? Ich wollte ja auch, dass ich hier... Warte, komm. Okay, man kann hier nämlich irgendwie so klettern. Guck, hier kann man an alle möglichen Orte kommen. Weil der Typ einfach klettern kann. Das ist richtig gut. Das ging in den anderen Spielen ja nicht. So, jetzt kann ich zum Beispiel einfach hier hochklettern. Und wieso sitzt er da und guckt ins Feuer? Ey, ich weiß nicht. Okay, Ich muss gehen, mir geht's gar nicht gut. Okay, der chillt da irgendwie. Keine Ahnung. Hä? Warum sitzt er da? Warte, ich muss da noch die Kamera hinmachen. Moment. Wir beobachten ihn. Vielleicht geht er ja. Vielleicht einen Schluck Kaffee trinken. Okay, wir gehen einfach nochmal rein, Leute. No fucks given. So, warte mal. Da ist dieser komische Code. Wenn ich jetzt... Der chillt da immer noch, ne? Die Kamera platziere ich so, ne? Okay, guck mal. Warte mal. Ich gehe mal hier raus. So. Und wenn ich jetzt auf den Bildschirm gehe... Wir nehmen den Bildschirm. Wenn ich jetzt gucke... Jo, guck mal. Kann ich alles easy sehen? Kann ich auch ranzoomen? Ich kann auch ranzoomen. Da können wir die Zahlen auf jeden Fall sehen, Diggi. Alles klar. Okay. Okay, wo ist er? Er läuft irgendwo rum. Okay, warte mal. Wir gehen mal von der Kamera weg wieder. Warte mal. Moment mal. Guck mal, da steht 1, 2, 3, 4. Können wir 4 Kameras platzieren? Das wäre natürlich praktisch. Wir bleiben aber erstmal bei der einen. Mehr brauchen wir gerade auch nicht. Okay, das Vieh ist jetzt da draußen unterwegs. Das heißt, wir gehen wieder rein. Auf ganz entspannter Basis. Und schauen uns jetzt mal hier um. Was ist denn hier drin überhaupt? Da ist ein komisches Bett oder so. Da schläft das Vieh. Ganz ekelhaft. Und keine Ahnung, was hier drin sonst noch so ist. Da oben kann man auch, glaube ich, vom Dach aus rein oder so. Warte mal, kann ich diese Tür... Nee, ich kann die Tür nicht öffnen. Okay, keine Ahnung. Und irgendwer hat mir in die Kommentare geschrieben von euch, Leute, dass man... Moment, ich brauche mal kurz das hier. Dass hier im Feuer... Warte mal, wenn ich das richtig sehe, ist da drin nämlich der Schlüssel, den wir draußen brauchen. Dafür müssen wir irgendwie das Feuer löschen, ja? Ich habe keine Ahnung, wie man das Feuer löschen kann, wie das funktioniert. Das sollte eigentlich nicht passieren. Wir gehen einfach mal zur Vordertür wieder rein, Leute. Ich habe keine Ahnung, wie man das Feuer löschen kann, wie man da irgendwie, wie man das ausmacht, wie man den Ofen... Ich meine, irgendwo hier in dieser Bude muss irgendwo was liegen, was wir benutzen können. Um das Feuer zu löschen. Aber frag mich nicht, was. Okay, im Kühlschrank ist nichts. Hier liegt irgendwie ein Schweinskopf. Alles klar, gönnt sich. Aber was ich wohl rausgefunden habe, ist, dass man in dieser Version vom Spiel wohl echt viele Orte einfach durchspringen und so erreichen kann. Zum Beispiel den Ort hier. Kann ich hier auch rein? Nein, scheinbar nicht. So, warte mal, wir sind wieder hier oben. Wir gehen einfach hier durchs Fenster rein. Der Weg ist einfach kürzer. Die Kamera steht auch noch da, das ist gut. Okay, weil ich glaube, man muss irgendwie da drüben reinkommen, Leute. Ja, ich bin mir relativ sicher, dass man da drüben hin muss. Denn wenn mich nicht alles täuscht, finden wir da drin einen sehr, sehr wichtigen Gegenstand. So, warte mal, ich springe mal nochmal. Zack, okay, wir sind jetzt wieder hier. Weil da drüben kann man ja auch irgendwie diesen Schalter deaktivieren. Ich weiß nur nicht, wofür der ist. Warte mal, ich nehme mal ein Stück zurück hier. Ein bisschen nach links noch. Nicht fallen, bitte. Bitte nicht fallen. Okay, kann ich den jetzt... Wie werfe ich denn? Auf Rechtsklick, ne? Okay, warte, wir laden mal auf. Zack. Hat funktioniert. Okay, was...
Ah, okay, dann läuft das Laufband in die andere Richtung. Und dann will das Vieh schnell da rein und... Okay, dem Krähenmonster... dem Krähenmonster geht's gar nicht gut, Leute. Was los, Digga? Okay, jetzt ist er drin. Oh, er hat mich gesehen. Kommt er jetzt hier raus? Aber er... Doch, er kriegt mich. Nee, hey, hör auf! Was soll das? Ja, ich war auf dem Baum. What the fuck? Und jetzt? Hey, wo bin ich? Wo? Oh, es hat mich. Okay. Oh Mann, das Spiel ist so buggy, Leute. Komm schon. Wo bringst du mich hin? Wo? Hä, wo bringt das Vieh mich hin? Hä? Warte mal, nimmt mich das jetzt... Hä, wo bringt es mich hin? In den Raum hier rein? Und jetzt? Oh mein Gott, nein, das hat's jetzt nicht gemacht. Hä? Was mit dem Spiel los? Das Vieh ist mit uns raus, hat uns von draußen wieder bis drin reingeschleift und uns dann drin wieder rausgeworfen. Hä? Oh Mann, ey, keine Ahnung. Ich wollte ja nur irgendwie in den Raum rein da drüben, aber keinen Plan, wie das gehen soll. Der ist hier irgendwie vernagelt und das Vieh kommt dann rein, legt den Schalter wieder um. Aber ich glaube, ihr habt das ja gesehen. In diesen Ofen fährt ja irgendwie dieses Laufband als Müll rein, so Müllsäcke und so. Und wenn wir das in die andere Richtung laufen, denkt das Vieh sich so, what the fuck, was hast du gemacht? Geht rein und lässt das Laufband wieder in die richtige Richtung laufen. Okay, das heißt, wir können vielleicht das Feuer löschen, wenn wir das Laufband irgendwie ausmachen. Vielleicht. Aber manche von euch haben auch geschrieben, ich soll mich hier einfach mal umsehen, weil die Karte ist wohl relativ groß, relativ nice auch gemacht. Und hier gibt es wohl verschiedene Häuser, in die man rein kann. Gibt es hier auch Sachen zu entdecken? Was ist das hier? Okay, das sah aus wie was, was man vielleicht gebrauchen könnte. Okay. Was hier oben? Weil das ist ja so gar nicht Hello Neighbor-Stil, Leute, ne? Dass man in die anderen Häuser auch rein kann und dass man da vielleicht sogar was findet. Wenn sich zurückerinnert an die alten Hello Neighbor-Versionen, da bist du in kein Haus reingekommen. Und geschweige denn, war dann auch noch was drinne. Niemals ist das passiert. Okay, was ist das hier? Das ist... Ach, das ist nur so ein Schild, ne? Steht nicht mal was drauf, alles klar. Okay. Sind denn noch mehr Häuser, wo man rein kann? Ich meine, was ist denn das da? Da ist irgendwas beleuchtet. Vielleicht... Was ist das? Okay, nee, das bringt uns nichts. Hier ist schon mal nichts Sinnvolles. Hier drin vielleicht? Auch nicht. Die einzige Ecke, wo noch irgendwas Sinnvolles ist, ist wohl oben auf der Tankstelle. Weil manche von euch gesagt haben, da wäre wohl noch irgendein Generator. Den braucht man wahrscheinlich für irgendwas, okay. Ah, guck, in das Haus hier kann man dann doch wieder nicht rein. Okay, wir sind wieder in Hello Neighbor angekommen. Okay, ich schaue mich mal bei der Tankstelle um. Vielleicht ist hier irgendwo was. Und hier soll wohl irgendwo ein Generator sein. Ein Generator, den man mitnehmen kann. Ihr seid ja immer sehr schnell, Leute. Ihr schreibt mir alles in die Kommentare. Okay. Kann man hier irgendwie... hoch? Nee, keine Ahnung. Irgendwie muss man, glaube ich, auf die Tankstelle kommen, weil der Generator steht auf der Tankstelle. Angeblich. Ja. Kann man da irgendwie hin? Okay, von hier hinten auch nicht. Vielleicht, wenn man hier viel Anlauf nimmt, kommt man dann aufs Dach? Warte mal. nee, auf keinen Fall. Okay. Aber wo geht's hier noch hin? Okay, hier ist irgendwie eine Wand. Okay, da kommt man auch nicht durch. Okay, hier ist dann wohl die Map zu Ende. Warte, hier kann man hoch. Was ist das da oben? Warte mal. Kann man da... Lol, da kann man hoch? Okay, warte. Zack. Easy, easy. Hier auch hoch? Ja. Was ist das da? Nein! Oh, doch, doch. Oh, nein. Oh, ich dachte, ich hab's geschafft. Aber ich glaube, das ist auch nur ein Waschbecken oder so. Keine Ahnung, was die hier schon wieder aufgebaut haben, Leute. Aber da ist auf jeden Fall mal eine Map, wo sich vielleicht sogar das Erkunden lohnt. Ich meine, wir haben schon so viele Maps und Hello Neighbor-Versionen hinter uns, in denen wirklich nichts Interessantes irgendwo war. Aber hier kann man vielleicht sogar was finden, außerhalb der Map. Aber ich glaube nicht, dass wir hier irgendwas finden, was wir gebrauchen können, um gegen das komische Krähenmonster vorzugehen. Hier liegt nämlich irgendwie nichts Sinnvolles. Okay, wir sind wieder beim Schrottplatz. Hier ist wieder das Haus. Das heißt, wir sind zurück am Anfang. So, Moment, ich will mal kurz was nachschauen. Wenn wir hier hochgehen, hier kommt ja dieser ganze Müll reingefahren, ne? Genau. Und hier, kann man hier nicht irgendwie rein? Ich muss hier irgendwie reinkommen, Leute, weil ich glaube, wenn ich das richtig sehe,
ist da drin ein Feuerlöscher. Was macht man mit einem Feuerlöscher? Feuer löschen. Was haben wir dann? Ein Schlüssel. Genau, gut kombiniert. So, wir müssen uns irgendwas zum Werfen mitnehmen. Oh, es sitzt schon wieder hier. Ganz schlechte Positionierung. Okay, warte mal, kann ich mich hier vielleicht... Hüpp. Oh, okay, ich bin zu weit gesprungen. Wo ist es, wo ist es, wo ist es? Es folgt mir. Nee, 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 warte. Ich muss hier weg. Oh Mann, dieses Scheißvieh. Oh, ich bin wieder oben und das Vieh ist... Wo ist es denn? Okay, keine Ahnung, wo es ist. Warte, ich brauche irgendwas zum Werfen, Leute. Ich muss ja irgendwie... Wo steht's? Wo steht denn das? Keine Ahnung. Oder kann man hier, wenn man schnell ist, kann man hier vielleicht... Kann man hier vielleicht durchlaufen? Nee, ne? Keine Chance. Okay, warte mal. Ich geh... Wo ist es? Wo ist es? Keine Ahnung, wo es ist, Leute. Ich gehe mal hier rüber. Was? Das kann fliegen? Oh mein Gott. Warte, zieht mich das jetzt wieder rein und schmeißt mich dann raus? Nee, diesmal nicht. Okay. Hat mich einfach nur vom Grundstück geworfen. Oh Mann. Okay, Leute, keine Ahnung. Das Vieh hat irgendwas. Guck mal, so ein Jetpack oder so. Mit irgendwas kann es fliegen. Keine Ahnung, was das soll. Also, Leute, das komische Krähenmonster kann fliegen. Wir haben da drin irgendwo einen Feuerlöscher. Wenn wir den kriegen, kommen wir an den Schlüssel. Und dann brauchen wir eigentlich nur noch einen Crowbar. Und dann können wir auch schon da oben rein. Da, wo die Kinder drin sind. Aber das Spiel ist wie immer alles andere als einfach. Es ist schließlich Hello Neighbor. Und sind wir mal ganz ehrlich, Freunde, nach den ersten Testversionen von Hello Neighbor 1, wo man so viele coole Secrets finden konnte und so, wo das Spiel echt Spaß gemacht hat, ist das Spiel nicht besser geworden, ja? Es wurden so viele komplizierte, sinnlose Rätsel eingefügt, einfach nur um die Leute zu beschäftigen, anstatt ein Spiel mit einer wirklich coolen Story zu machen. Das geht mir hart auf den Keks. Weil das Spiel hatte echt Potenzial und die Entwickler haben es echt versaut. Ich werde trotzdem mal versuchen, eventuell diese Alpha hier durchzuspielen. Vielleicht klappt es ja. Und wir kriegen irgendwie unseren Schlüssel und den Crowbar und kommen da oben rein. Vielleicht klappt es aber auch nicht. Ich will hier nichts versprechen. Ich hoffe aber, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Euer Tuber verabschiedet sich. Macht's gut und bis dahin.